das westliche Vakarariff. Sansa, der reizbare Kartograf, die ich am Anfang Platz der Queen getroffen habe, möchte einen umfassenden Führer für die Insel des Todesfeuers erstellen. Allein kann ich diese Aufgabe allerdings nicht erledigen. Ich habe gewisse Fortschritte gemacht, aber es geht immer noch eine Menge zu erkunden. Sansa, der Kartograf am Ankerplatz der Königin, sind jetzt alle wieder richtig. Ja, sieht alles wieder richtig aus. Okay. Ja. Sansa, der Kartograf am Ankerplatz der Königin, hat mich gebeten, die bisher noch nicht kartografierten Inseln des Todesfeuerarchipels zu erkunden. Wir sind vorangekommen, aber es gibt immer noch eine Menge zu tun. Sansa hat mich gebeten, die Inseln ganz weit im Südwesten zu erkunden. Westlich des Vakara-Riffs und der Kangati-Inseln. Ich habe eine Insel mit völlig überwachsenem Dschungel gefunden. Darin fand ich eine uralte Ruine der Huana, in denen es von Lagufet nur so wimmelte. Auf einer Wüsteninsel habe ich eine Ruine der Huana gefunden, geschützt durch tödliche Fallen. Was stand eigentlich hier, was ich so gefunden habe? Auf einer sunkigen Insel im Südosten von Ikataka bin ich auf eine Gruft mit unzähligen feindlichen Schiffen gestoßen. Ja, eigentlich mit Vampiren. Südlich von Tikawara habe ich eine merkwürdige Ruine entdeckt, die Wei gewidmet war, dem Gott der Geheimnisse. Das war dieses Labyrinth. Ja, und östlich von Tikawara habe ich eine egyptische Ruine gefunden, die der Göttin Voidika gewidmet war. Ich habe den südwestlichen Viertelkreis meiner Karte ausgefüllt. Sansa wird sicherlich sein, von meinen Fortschritten zu verfahren. Ich kann ihn in seinem Laden am Ankerplatz der Königin in Nekataka finden. Ja. Dann geben wir das auch gleich mal ab. Welcome back, welcome back. It is a pleasure to see you once again. Tell me, how is the sailing? Smooth? Nothing to delay your expedition, I hope. Willkommen zurück. Ich meine, freue dich wieder zu sehen. Was macht die See? Ist sie sanft? Ich hoffe doch, dass sie deine Expedition nicht verzögert. How might I assist you? Wie kann ich dir helfen? Ich habe neues Material. Wonderful, I can't wait to... Oh, is that a little fishman you've drawn? Fabler, ich kann es kaum erwarten. Oh, hast du da einen kleinen Fischmann hingemalt? Ja, wahrscheinlich für die Lagufet. I had already set a coin aside for you. I knew you wouldn't let me down. Ich habe die Münzen für dich schon im Voraus zur Seite gelegt. Ich wusste, dass du mich nicht enttäuschen würdest. 4000 Kupfer und Erfahrung. We are getting into deeper water now, so to speak. We call the islands along the east of Magran's Teeth the Burning Shoals. Wir stoßen jetzt in tiefe Gewässer vor, sozusagen. Wir nennen die Inseln östlich von Magran's Teeth die brennenden Untiefen. As you might imagine, it gets a little hot over there. Two of the islands haven't been surveyed yet. You'll want to sail northeast from the docks to reach the islands. Wie du den Namen entnehmen kannst, wird es dort ein bisschen heiß. Zwei der Inseln wurden bisher noch nicht erkundet. Von der Dachseite solltest du nordöstlich segeln und die Inseln zu erreichen. I'll be waiting. Ich warte. Okay. Oh, das ist nur ein Stufenaufstieg für Seraphim bis jetzt gewesen. Naja, machen wir das Beste draus. Bisschen Metaphysik und Heimlichkeit. Feind isolieren oder... klingt nicht so besonders. Ich würde mal sagen, ich nehme das hier, um Feinde mal kurzzeitig aus dem Spiel nehmen zu können. Gut, damit haben wir schon mal das erledigt. Jetzt kommt die nicht ganz so schöne Sache. Nämlich der Valianischen Handelsgesellschaft überbringen, dass ihre Expedition tot ist und der Adra zum Teufel ist. Vielleicht glauben sie mir ja, dass er korrumpiert war und es keine andere Möglichkeit gab, als ihn zu zerstören. Dann werde ich hier am Ankerplatz mein Zeug verkaufen, gucken, ob ich hier noch was abzugeben habe. Bevor ich dann in die Messing-Zitadelle reise, um dort die Quest abzugeben. Vielleicht habe ich noch weitere Quests sonst abzugeben.
Gucken wir erstmal. Wir können uns glücklich schätzen, durch einen Teil unseres Volkes. Dich einen Teil unseres Volkes nennen zu dürfen. Ja, wie auch immer. Schlangenkrone. Den habe ich noch nicht getötet. Den auch noch nicht. Messingzitadelle. Stürme von Pokokuhara. Das war Stürme von Pokokuhara. Das muss ich auch hinter Festing-Zitadelle. Zauberschatzkammer. Das war im Bad. Das die Seraphim-Quest. Die geschminkten Masken war Alof. Kartierung. Geisterparadies ist was anderes. Hier. Tahir muss ich hier im Ankerplatz abgeben. Und hier muss ich auch Großadmiral Imp finden. Schlangenkrone. Heilige Treppen, Rösten und Töten. Ja, okay, das waren die beiden anderen Nebenquests. Und das ist Ngata. Auch in der Schlangenkrone. Also, wo könnte sich Großadmiral Imp verstecken? Very well. Mit der hatten wir schon geredet. Ja, die will wen haben und mit ihr hatten wir auch schon das Vergnügen, gell? Our business is resolved. And my business. Ja, ja. Die ist sehr undankbar drüber. Du bist nur ein tanzender Bürger. Ado und eine sichere Reise. Oh. Da war ich zu schnell mit dem Klicken. Aber ich habe nichts rausgenommen. War ich schon bei dem Haus drin? Mal kurz einen Blick reinwerfen. Da war Großadmiral Imp. Und ja, ich werde wahrscheinlich eh erst die ganzen Kopfgeldaufträge annehmen, bevor ich... Just a moment, please. Hope that helps. Hier wohnt niemand drin. Falle ausgelöst. Gehirnerschütterung, okay. Lad das bitte neu. Okay, wieder raus hier. Großadmiral Imp über die Planke schicken. Der sieht ja nicht ganz so gefährlich aus wie der... War es ein Troll oder ein Oger, den wir in Stauholz abgeburkst haben? Und irgendwie sieht es so aus, als wäre Admiral... Achso, er hat Saurips. Ah, das ist nicht so tragisch. Avast, Groundfilth. Why disturb Lord Admiral, eh? Hey, du da, Bodenschmutz. Warum störst du Großadmiral? Der Imp blickt hastig und offensichtlich nervös von links nach rechts. Not doing anything wrong. Go away. Tue nichts Falsches. Geh weg. Der Xaurip... Die Xaurip, die um den Imp herumstehen, schnattern untereinander und lassen ihre Blicke über die Umgebung schweifen. Du wirst doch nicht... doch niemals versuchen, deinem Boot zu stehen, oder? Boat. Lord Admiral has fleet. Blast filthy ground stink city. Start with you, eh? Boot? Großadmiral hat Flotte. Versinkt stinkende Stadt vom Boden Mifon. Soll er mit dir anfangen, hä? Die Stimmlage des Sims beginnt die Aufmerksamkeit anderer auf sich zu ziehen. Get him, Cullies! Schnappt ihn, Leute. Der Imp zeigt auf dich und kreischt mit voller Lunge. Oh, oh, wie niedlich.
wie sich die Nekataka-Wachen einfach raushalten und daneben stehen. Das war auf jeden Fall sehr viel einfacher. Kupferhaufen, hey. Oh, ein hübscher Ring. Alle Verteidigungen gegen Feuerangriffe verursacht eine Unterbrechung für 30 Sekunden, einen Wirkungsabzug von minus 10, wenn man einen kritischen Treffer durch einen Feuerangriff erleidet. Intellekt plus 1, Was trägst du? Du trägst auch bereits was Besseres. Du brauchst kein Intellekt eigentlich. Von euch trägt jeder, glaube ich, schon zwei Ringe, oder? Alof vielleicht? Nö. So, Großadmiral Imp ist jetzt auch von der Liste gestrichen. Das heißt, wir können die Kopfgeld-Quest hier unten abgeben. Und können uns hier mal für ein paar Stunden besaufen, bis wieder Tag ist, weil wir können nicht bei Nacht in die Valianische Handelsgesellschaft rein. Was irgendwie Sinn macht. Okay, bei wem muss ich abgeben? From the tedious bureaucracy. Hunter. To what do I owe this delight? Ah, du werter Jäger. Welcher Führung des Schicksals habe ich diese Freude zu verdanken? Boko hebt seinen Humpen in die Luft und zwinkert. Taiyes Kopf übergeben. Hoffentlich hat er seine Henkersmahlzeit genossen. You have done us both a favor. My esteem in the bounty community rises, and hunters come to buy me drinks. Du hast uns beiden einen Gefallen getan. Mein Ansehen in der Kopfgeldjägergemeinschaft steigt. Es kommen sogar Jäger zu mir, die mir einen ausgeben wollen. Er gluckst in sich hinein und schiebt dir einen Beutel Münzen zu. My friend, you have drained the wellspring and made us both very famous. If you have not spoken to her yet, find the Goldpack Knight Okauro in Sacred Stair. She can give you more work. Mein Freund, du hast die Quelle aufgebraucht und uns beide zu großem Ruhm verholfen. Falls du noch nicht mit ihr gesprochen haben solltest, such nach der Goldpackräterin Okaru bei der Heiligen Treppe. Sie kann dir mehr Arbeit verschaffen. Hab mir eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen, Apoko. Ja, das heißt, wir haben Tahir abgeschlossen. Und damit auch Apokos Kopfgeldaufträge. Ja, Reise zur Heiligen Treppe. Da, Schlangenkrone. Ja, genau. Ungata in der Schlangenkrone. Ne, halt. Zu wem hat er mich geschickt? Okauru bei der Treppe. Habe ich von der nicht auch was? Das ist Ungato. Das war Desiree. Das könnte von ihr sein. Das ist auch von Desiree und das ist ja auch von Desiral. Da ist kein Kopfgeldauftrag dazwischen. Das ist Messing-Zitadelle und das ist ja natürlich... Wen ist, steht draußen vor der Valianischen Handelsgesellschaft. Prinzipi ist dasselbe. Dissilla ist Schlangenkrone bei Barati, ja. Gut, das heißt, ja, wir haben gut Geld gemacht. Wir werden jetzt hier einfach warten, bis es 8 Uhr morgens ist. Uns schön betrinken und dann gehen wir wieder.
Mal sehen, ob die Valianische Handelsgesellschaft überhaupt noch was mit uns zu tun haben will, nach dieser Flaute. Aber normalerweise sollten sie eigentlich wissen, dass wir in anderen Belangen uns ranhalten können. You ever thought about changing the color of your fur? Murkberries will stain your skin for weeks. Oh, think I were born blue, eh? Think being this pretty come natural? Well, dang, Seraphim. I never knew you were so fancy. Yeah, but mayhaps I'll be giving them murkberries a go. Ain't never been maroon before. Okay. Hast du jemals daran gedacht, die Farbe deines Pelzes zu ändern? Dunkelbeeren färben deine Haut wochenlang. Meinst du, ich wäre blau geboren, hm? Meinst du, diese Schönheit kommt von alleine? Verdammt, Seraphim, ich wusste gar nicht, dass du so modisch bist. Aber vielleicht versuche ich es mal mit diesen düsteren Bären. War noch nie braun. Ja, okay. Er ist lieber braun, blau als braun.